Jo Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich nicht nur das Wundertüten-Pack für euch, nämlich noch ein 100k-Pack, welches ich mit dem guten EasyP zusammen erspielt habe. Denn man kann jetzt ja ein 100k-Pack erspielen. Am besten dafür habt ihr einen Freund und dann müsst ihr die ganzen Aufgaben machen. Wir stehen ja da. Und dann habe ich noch für euch 80 plus Player-Picks und danach werden wir uns wiedersehen mit Facegame und werden live das Wundertüten-Pack 13. Denn Leute, bei dem ersten hatte ich kein Glück, da kam Ake raus, brauche ich nicht, habe bessere Innenverteidiger. Und beim zweiten kam Lasagne raus, ist kein schlechter Spieler, aber auch kein Top-Spieler. Und ich hoffe, dass beim dritten jetzt irgendwas Gutes rauskommt, ja? Und bevor wir zum Pack kommen und bevor ihr die Packs gleich seht, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, falls ihr nicht Abonnent des Kanals seid. Und natürlich über einen Daumen nach oben, wenn ihr mich supporten wollt, wenn euch das Video gefällt. Und schreibt gerne einen netten Kommentar, würde ich mich auch drüber freuen. So, Leute, ich würde sagen, ihr seht jetzt das 100k-Pack, das werdet ihr nur so sehen, ohne dass ich das kommentiere, weil ich habe es nur so geklippt. Ich habe es jetzt nicht live aufgenommen. Dann die 80 Player-Picks werdet ihr so sehen. Und danach sehen wir uns wieder live mit Facecam zu dem Wundertüten-Pack. Ich würde sagen, viel Spaß und bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder und wir sind beim Wundertüten-Pack angekommen. Diese Spieler werde ich abgeben, am meisten tut mir der gute Salavi. Ja, ihr habt ja vorhin meine Packs gesehen, 100k-Pack war absoluter Müll. Wie immer habe ich ja nur Tadic draus gehabt und dann die zwei Player-Picks, die haben gegönnt mit Kane und mit Champions League Laporte, ja. Und ja, Salah tut mir weh, weil, schaut euch die Statistik an, ich habe 723 Spiele mit ihm gemacht. Das heißt, er ist mit am längsten in meinem Team. Und ich bin ziemlich aufgeregt, denn Leute, wir können richtig geile Sachen ziehen. Wir haben, glaube ich, 79 Spieler, davon sind ungefähr, habe ich ausgerechnet, 53 gut und 26, die ich nicht haben will. Das heißt, die prozentuale Chance, einen besseren zu ziehen, an einen, den ich haben will, ist eigentlich sehr, sehr hoch. Ja, Leute, wir kennen EA, die Packrate ist wahrscheinlich wieder am Arsch und wir werden jetzt, oh mein Gott, und wir werden jetzt mein Pack ziehen. Ich habe Angst, Leute, wir geben diese Spiele ab. Komm, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, fliege ich jetzt aus Ultimate Team? Nein, fliege ich nicht. Okay, danke. So, Leute. Foot Geburtstag, Wundertüte abgeschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gib mir eine gute Karte. Bitte. Gib mir eine gute Karte. Das ist aktuell mein Team. Damit spiele ich aktuell. Finde ich nicht schlecht. Und wir ziehen jetzt einen Spieler und können ihn dann hoffentlich einbauen, ja? So, Leute. Oh mein Gott. Ich zähle runter, okay? 5, 4, 3, 2, 1. Wie habe ich komisch die Finger gezählt? Egal. Lego, Leute. Let's go. Come on, gib mir eine der 53 guten. Bitte. Come on. Wir ziehen ein Shapeshifter. Come on, Ronaldo. Oder Belgien zumindest. Niederlande. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist der rechts? Nein! No! Ich hasse EA. Ake, Lasagne, Hartebohr. Geil. Danke. Super. Ja, dafür habe ich Salah abgegeben. Dankeschön. Ja, der ist spielbar. Und ja, der war auch bei den 53 dabei, die ich haben wollte. Aber das ist einer der, den ich eigentlich nicht haben wollte, weil der war ganz unten, ja. Aber ich gebe mich damit zufrieden, weil ich habe Luzano untrade, Footbursty und damit kann ich ihn halt linken, ja. Er ist nicht schlecht, 97 Ausdauer, 78, ja, Leute, egal. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert, kommentiert. Ich bin da raus, Leute, haut rein, bis dann und ciao.
so ein Dreckspiel, ne?